In den Hallen des Javits Convention Center mitten in Manhattan ist auch Mazda mit seinen Produkten auf der New York International Auto Show vertreten. Die Messe erfreut sich seit Jahren immer größerer Beliebtheit. Und deshalb hat Mazda auch eine ganz besondere Premiere hier am Start. Der neue Mazda MX-5 RF. RF, das steht für Retractable Fastback und heißt so viel wie zurückklappbares Faltdach. Für den puristischen Roadster ein mutiger Schritt. Wir haben ein revolutionäres Konzept in der Dachkonfiguration zu bieten. Es ist ein sehr schöner Schritt im Vergleich zum Vorgängermodell, um deutlich mehr Kunden anzusprechen. Und wenn Sie sich das Design anschauen und das Auto verkörpert Fahrspaß und Technologie, denke ich, haben wir ein sehr starkes Produkt. Und der Neuigkeitswert ist enorm. Ich denke, die Überraschung ist uns gelungen, mit dem Schritt eben den MX-5 wieder attraktiv zu halten. Als jüngste Variante der Sportwagen-Legende bietet der Zweisitzer mit elektrisch versenkbarem Dach eine neue Dimension von Open-Air-Fahrspaß. Doch auf die Autoshow in Manhattan war man bei Mazda gespannt. Preise nimmt man immer gerne gegen, vor allem wenn man gewinnt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Chance haben. Letztendlich ist es eine Auszeichnung, kommt ja von der Fachjournalie und ich würde mich freuen, wenn wir vorne mit dabei sind und hier vielleicht die Gewinnerposition erreichen könnten. Und bei der Preisverleihung des World Car Award sollte es für den japanischen Hersteller ganz dick kommen, im positiven Sinn. Nicht nur in der Kategorie Design, sondern auch im World Car of the Year holt Mazda mit dem MX-5 die Siegertrophäe. Nach unserer Philosophie müssen Technologie und Design eine Einheit bilden und Fahrspaß vermitteln. Und das Zusammenspiel dieser Dinge, verbunden mit elementarem Fahrspaß, das wollen wir dem Kunden anbieten. Gleich in zwei Kategorien zu gewinnen, das hatte sich niemand von Mazda erträumen können. Dementsprechend groß war die Freude.